Als Beispiele zum dyadischen Produkt möchte ich hier ein paar Rechenregeln vorrechnen, die es da so gibt, beziehungsweise wichtig ist in dem Zusammenhang wieder, dass man einfach nur sieht, wie man rechnet mit der Definition und wie man sich die ganzen Sachen, die dann in der Strömungsmechanik, in der Elastizitätstheorie oder wo auch immer auf einen zukommen, einfach mal nachprüfen kann. Als erstes Beispiel gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich eine Dyade A dyadisch B habe und dann einen weiteren Tensor zweiter Stufe S vorne dran multipliziere. Und wenn man jetzt kommt mit der Definition der Dyade, wie wir es hatten, ohne einen angewandten Vektor, dann kommt man nicht gut zurecht. Deswegen machen wir das jetzt so, dass wir oben drüber schreiben, sei x beliebig. Und dann behandeln wir das einfach nur als beliebigen Vektor, den wir immer mitnehmen, um am Ende, das zeige ich dann, wie schlussfolgern zu können, die Rechenregel, die wir hier suchen. Also wir machen das so. Zunächst haben wir diesen Tensor, der wirkt auf x. Per Definition heißt das ja gerade, also Matrizenmultiplikation ist ja assoziativ, dass ich auch den Tensor zweiter Stufe erstmal wirken lassen kann auf x. Das sollte klar sein. Jetzt habe ich an der Stelle das dyadische Produkt in der Definition, das war b mal x. Das Koeffizient des Vektors a, das kann ich schreiben, indem ich, das ist jetzt eine reelle Zahl, die kann ich hier rausziehen, ich b mal x und dann s angewandt auf a. Und wenn ich jetzt folgenden Ausdruck hinschreibe, dann sieht man rückwärts gesehen, was das ist. Ich schreibe das erstmal hin. So, dieser Ausdruck heißt ja b mit x skalar multiplizieren und dann noch sa hinten dran. Das heißt, da x jetzt beliebig ist, und das ist dieser typische Beweisschritt für diese Aufgaben, weil x beliebig ist als Vektor. Hier steht x, kann man es hier auch weglassen. Es gilt für alle x, also muss der Ausdruck auch unabhängig von x schon gleich sein. Also hat man diese eine Rechenregel, dass Tensor mal so eine Dyade das gleiche ist, wie wenn ich den ersten Basisvektor erstmal den Tensor auf den ersten Vektor anwende und dann die Dyade mit dem zweiten bilde. So rechnet man das am besten nach. Noch eine Kleinigkeit vielleicht zwischendurch, wo es ohne dieser Definition mit der Anwendung auf den Vektor x geht, ist hier die Transponierte zum Beispiel von so einer Dyade. Da kann ich jetzt die Definition verwenden, die wir hatten. Das ist hier ABT, die Klammer hier transponiert. Das ist jetzt wie gewohnt. Da gibt es ja die Regeln für Transposition von einem Produkt. Da muss man den Faktor nach vorne transponieren. Das ist dann b, den anderen nach hinten transponieren. Und das ist per Definition rückwärts gelesen wieder das. Und dementsprechend ist die Transponierte einer Dyade gerade, indem ich diese Vektoren hier transponiere. Die Vektoren einfach hier vertausche. Auch eine wichtige Sache ist, was öfter mal vorkommt und man sich vielleicht sogar auswendig merken sollte, wenn ich hier eine Dyade multipliziere mit einer anderen Dyade, also das ist ja so eine 3-Kreuz-3-Matrix, das hier auch, und deswegen schreibe ich hier dazwischen keinen Operator. Was ist das? Ich weise das nicht in diesem Stil nach, sondern wieder mit so einem beliebigen Vektor x. Ich habe erst diesen Tensor angewandt auf diesen, per Definition heißt das erstmal den auf den. Das heißt, ich kann das a Kreuz b erstmal stehen lassen, das a dyadisch b. Und dann hier hinten habe ich d Skalarprodukt x als Koeffizient von c. Dann kann ich dieses, das ist ja eine reelle Zahl, das d mal x vornehmen. Und dann habe ich hier a dyadisch b angewandt auf c. Das ist wieder per Definition b Skalarprodukt c auf a angewendet. Jetzt kann ich das sind hier reelle Zahlen, die kann ich natürlich vertauschen im Produkt. Das heißt, ich kann das hier nach vorne schreiben, das d mal x hinten dran und das a hierhin. Jetzt schreibe ich nochmal das b mal c ab. Und ich schreibe es erstmal hin, dann sieht man es wieder. Nämlich a dyadisch d angewandt auf x. Ja, das heißt ja gerade hier d mal x und dann a hinten dran. Das heißt, ja, dieser Term entspricht dem hier. Und wenn wir jetzt vergleichen, das x steht wieder hinten. Und wie eben schon diese typische Beweisstruktur, da x beliebig ist, folgert man aus der Rechnung,
dass, wenn ich diese Diade multipliziere mit dieser Diade, ich diesen Ausdruck erhalte. Also ich habe hier, die mittleren Vektoren werden skalar multipliziert und die ergeben dann den Koeffizienten von der Diade aus dem ersten und dem vierten Vektor. Kommt wirklich oft vor, würde ich mir auf jeden Fall auswendig merken. Also ich wiederhole es nochmal. Man hat hier ein Produkt von zwei Diaden, dann kommt das Skalarprodukt hier in die Mitte, also als Koeffizient vorne dran. Und dann hat man noch die Diade aus dem ersten und dem vierten Vektor. Und so in diesem Stil kann man alle Rechenregeln zum diadischen Produkt nachrechnen.